Die Alterssichtigkeit kommt zustande aufgrund von Veränderung der natürlichen Linse. Und dieser beginnt ungefähr mit 40. Lebensjahr und geht weiter bis 60. Lebensjahr weiter. Das heißt, wenn wir an der Hornhaut die Alterssichtigkeit korrigieren, das bedeutet, dass ungefähr nach schätzungsweise 7 bis 12 Jahren nochmals nachpoliert werden muss, um eben das Optimum in der Ferne und in der Nähe zu erreichen. Wenn Sie später über 60 sind oder 65, 70, dann würde man nicht mehr nachpolieren, sondern würde man eher die natürliche Linse austauschen und an dessen Stelle würde man eine Kunstlinse implantieren, um eben diese Korrektur auf die Weite zu belassen.